So, fahren wir Fahrstuhl. Ah ne, da könnte sein, dass ich kein Netz habe in dem Fahrstuhl. So. Treppe. Sonntag, zweiter Tag in Prag. Alle haben gefrühstückt, wir haben noch keinen Plan, was abgeht. Wir wollten uns einen Voltilam holen. Das ist die Straße runter. Aber es ist kein Gamma gespawnt am Modul. Moment. So. Warte. Ich habe WLAN von hier noch. Ich muss den fangen und dann kann ich erst rüber switchen. So, haben wir ihn. Auf zum Voltilam. Ja. Ist so. Perfekt. Jetzt musste ich genug haben. Buddy habe ich auch gewechselt. Zu Funfi. Weil ich nicht so viele schlüpfe. Kann dir was von den 600 Candies geben, wenn ich schlüpfe? Kommt nicht mal 200. Critical Catch. So muss es laufen. Perfekt. Es ist übrigens seit gestern Abend, seitdem wir schlafen gegangen sind, 14 bis 15 Dragogans gespawnt. Ein Kollege ist alleine ohne uns gefahren. In der Früh hat sich drei geschnappt. Echt traurig hier. Oh ja, schön. Haben wir uns doch eins von diesen 15 Dragogans geschnappt? Sehr cool. Das ist der Kollege, der vor dem Frühstück drei sich geschnappt hat. Ohne mich. Aber bei mir ist es ein Wischt. Oh. Hast du einen goldenen Ball geworfen? Ja, ein Kursball. Oh. Die sind mittlerweile so einfach zu fangen. Immer Legendary geworden ist. Ja, schon, gell? Und dann auch die Goldenen. Wer so viele Raids wie ihr zwei macht. Okay, drin. So, kurze Unterbrechung, jetzt Pause, Beine vertreten. Ich habe noch, wie viel habe ich da noch? 77 Kronen, die müssen weg. Ja, zwei Getränke, passt dir. Hast du den Ben & Jerry's wohl hier? Nur hier, ein Eis. Ne, ich habe keinen Bock auf Eis. Oh, Alter, was ist das für eine Fanta? Die muss ich mir nehmen. Passt ja. Dann habe ich nur 47. Der Rest vom Kollegen wurde auch geweckt. So, zu Hause angekommen. Oder fast. Der Kollege ist hier zu Hause angekommen, aber wir wurden hier abgelassen, Pasinger Kaden, weil ein spezieller Gast da ist. Den zeige ich euch gleich. Aber leidend, ich habe heute gehört, in den Pasinger Kaden kam ein 100% Kangama aus den Modulen. Und vorhin auch noch eins reingekommen, aber das war nur kurzer, nur ein paar Minuten. Jetzt schauen wir mal, was hier sonst noch so geht. Ein paar IPs machen, Konkurrenz ist zu hart. Die ist echt, die schläft nie.
Und dann schauen wir mal, ob wir was mit dem Gast machen. Ich meine, das ist schon ziemlich K.O. Mich. Wir haben dich angerufen, geschrieben, was auch immer. Hat das zu tun. So, die Jungs sind wieder da. Ja, ich war immer da, ich war nie weg. Ja, ja, mach die weg, ja. Bitte? Oh. Da vorne? Langama. Langama am Top. Passt schon. Ich muss jetzt Videos drehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt. Ein Gast hatten wir hier. Oder haben wir immer noch hier. Wir haben ein paar Sachen beredet. Darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Die Challenge wird kommen. Also jetzt weißt du ja eh, wer es ist, wenn ich die Challenge erwähne. So. Also hier ein Kangama. Wir haben uns schon gefragt, wo die Gruppe hingeht. Die kommt nicht von hier. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt bereits Probleme. Ich habe keine Hand mehr frei. Ich kann die Kamera da hinstellen. Oh mein Gott, es ist geflüchtet. Gold, ne? Ja. Mach immer Sonana jetzt. Ja. Nur bei 100%. Ja, könnte ja sein. Wir wissen ja nicht, ob es so 100 ist. Jetzt zeigen. Alles klar. Ich hab ihn. Da vorne soll noch einer sein, oder? Ja, das ist ein zweiter. Spielen wir. Ja, was dagegen? So. Wir haben hier einen Kollegen, der hat das 100% Kangama gefangen, von dem hier jeder bereits erzählt hat. Er hat sogar direkt gemaxt. Auch interessant für Julian. Ja, sieht man nicht ganz wegen dem Kopf, aber. Ich lass ihn mal angreifen, ja. Ja, mach das. Bestes Set hat er auch noch direkt gehabt. Ne? Ja, ich habe eine TM verwendet, ja. Ich habe bereits 4 oder so verpasst jetzt. Hier sehen wir die Leidenden. Wir haben alle das verpasst. Ja, ja, leider meist, weil er leidet immer. Hast du das Video schon gesehen? Ja, ja. Ich habe Dislike gegeben, Mann. Oh mein Gott. Das erste Mal mit dem Dislike gegeben. Ich bin enttäuscht. Ich habe das Kangama immer noch nicht. Ja, bei mir auch nicht. Oh, das war hier, hier. Ich hab's erst dabei. Okay, ich muss kurz. Das Kangama immer noch nicht. Du? Wieso? Immer nur Wieso, kein Kangama. Das ist Kramer. Wo ist das Kangama? Hier. Das kam hier in der Ecke nochmal so. Echt jetzt? Ja, Mann. Oder ist bei dir noch ein Tracker? Ja? Hast du's, Max? Dann ist echt despawned. Oh mein Gott, leidend. Ah, jetzt hat. Ein Wunder, ey. Alter, das ist recht anstrengend. Ja, sehr schwer mit einer Hand, aber was soll man machen? So ist es. Wenigstens habe ich es gefangen. So, das letzte Kangama für heute. Nachgehen unsere neuen Freunde nach Hause. Wir fahren noch fleißig weiter. Wir haben noch Ziele, wir haben Konkurrenten. Die Konkurrenz schläft nie. Stimmt. Alle leiden. Das 100% Kangama wird echt die ganze Zeit erwähnt. Ciao. Ich bin im Video. Seid alle im Video. Ich dachte, ihr geht alle. Aber auf einmal sagt ihr gar nichts mehr. Achso, okay. Fehlalarm. Insgesamt ganz kurz. Das Parkhaus. Mhm. Da gibt's doch mal einen Nachteingang. Okay. Ich dachte, der macht zu um 20 Uhr. Oh, das bringt nicht rein. Das Parkhaus hat sonntags gar nicht auf. Ja. Internet ist auf sonntags geschlossen. Kein Stress, Leute. Das sind nur so. Ich hab voll die Kinder, das Kind aus. Hör mal, hier im Memming auf dem Jahrmarkt, und dann sind wir auch nicht aus dem Park und so raus. Ja, manchmal ist es eigentlich schon. Ohne Witz. Ich hab mir schon mal in Ulm holen lassen. Ich werde schon morgen 20 Minuten. Fass den Ding kaputt. Behind the scenes, man, das muss ich alles schneiden. Ich wollte nur schneiden, wie wir uns alle verabschieden, aber. So, jetzt hat.
So muss das auch sehen. Ja, bis nächste Woche. Also, ciao. Kommt gut heim dann. Und ciao. Ja, auch. Gute Fahrt. Ja, auch. Mach's gut. Ja, sorry, ich hab grad gedacht, ciao. Du hast eine Kamera. Ja, Kamera. Ja, war nice, Junge. Also, ja. Wie gesagt, nächste Woche 100% Battle. So ist es. München live. Und ja, dazu bald. Oder später, beim Outro. Ja, ja, er ist auch krass unterwegs. Auch über 30 Millionen EP. Danke, danke. Ein starker Konkurrent. So, das war's. Zweiter Tag von Prag. Abreise. Wir haben noch ein paar Sachen gescannt, ein paar coole Sachen mitgenommen, Souvenirs, Galaxa aus Prag zum Beispiel. Und danach dann direkt München angekommen und dann sofort nach Pasing oder Pasing abgelassen. Also ich war echt fertig, aber musste sein, hat sich gelohnt, weil Julian war dort. Habt ihr wahrscheinlich eh gesehen in seinem Video, hatte ich einen kleinen Gastauftritt. Und heute, ich war echt nervös mit seinen ganzen vielen Views. Da war ich echt nervös, aber echt ein korrekter Typ. Und auch andere echt korrekte Typen, Leute dort. Hat mich echt gefreut. Leider Samstag nicht da gewesen, sonst hätten wir da wahrscheinlich noch mehr Leute getroffen. Aber nächste Woche ist auf jeden Fall was geplant. Da kommen wieder viele Leute. Und auch Julian ist dabei. Und wie gesagt, da werden wir die Challenge durchführen. Aber mehr dazu im nächsten Video. Da besprechen wir mal die mehr Details und vielleicht unsere Strategie, unsere Chancen. Mal schauen. Aber ansonsten, das war's. Echt coole Leute, echt cooler Tag. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Checkt Julian ab, aber den kennt eh jeder. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.